Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Long War. Wir sind hier im Templeship und haben den letzten Raum vor uns mit dem Endkampf. Wir haben beim letzten Mal in diesem Raum hier, Sektorpods gekillt, hier ein paar Mutons, hier ein paar Mutons und hier sind die Mutant Elites gespawnt, die dann hier rübergelaufen sind, die wir auch gekillt haben. Wir standen die ganze Zeit hier, ich habe mich offscreen mal hier jetzt rüberbegeben, das hat nicht 5 Runden gedauert, weil wir auch unsere Rocketeers dabei haben, die ja eher etwas fußfaul sind im Moment. Weil wir noch so viele Raketen haben, weil wir so sparsam mit unseren Ressourcen umgegangen sind. Ja, wir sind jetzt hier vor diesem Raum. Hier ist mal wieder ein tolles Feature, weil das Spiel wirklich gut geplaytestet wurde und gut programmiert ist. Hier sehen wir ja diesen engen Gang. Das liegt daran, also hier können wir nicht hin, da können wir nicht hin, da können wir nicht hin, da können wir nicht hin. Das ist eine unsichtbare Tür. Wir können hier nur durch. Ich weiß, das ist perfekt programmiert und perfekt geplaytestet worden. Das ist Ethereal Magic. Das ist Absicht, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Nichtsdestotrotz können wir hier nur mit einem Mann pro Nase durch, jeweils. Und hier dann in den Endkampfraum. Wir haben hier im Moment noch nichts. Hier steht, glaube ich, der Über-Ethereal, der Boss. Hier hinter ist, glaube ich, das, wie heißt das Ding, dieses Ethereal Device, also diese Disco-Kugel. Und wenn er uns sieht, beginnt eine Cutscene und er fängt an zu reden. Also es fängt eine Cutscene an und er redet weiter. Er hat schon die ganze Zeit geredet. Allerdings, seit wir den letzten Mutant gekillt haben, nicht. Also das Aufstellen hier war angenehm ruhig. Das ist, dafür rede ich jetzt die ganze Zeit. Ja. Also, der ist hier. Ich glaube, der ist schon da. Ich will keinen Battlescanner dafür opfern, weil ich nicht weiß, ob das schon die Cutscene triggert. Also, auf jeden Fall, dann gibt es eine Cutscene. Er sagt führt sein Referat fort und dann spawnen die Aliens ein. Ich glaube, es sind 4. Also, ich habe ja behauptet, es sind 4 Ethereals, die ihn mit Damage Reduction versehen. Ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, weil ich auch glaube, dass ich mich auch erinnere, dass Mutant Elites auch spawnen. Und ich glaube, es sind insgesamt 4. Oder vielleicht sind es 4. Es sind mit Sicherheit nicht 4 Elites und 4 Ethereals. Das wäre hier zu voll. Daran würde ich mich irgendwie erinnern. Aber es ist, vielleicht sind es auch 2 Ethereals und 2 Mutant Elites. Oder es sind 4 Ethereals und gar kein Elite. Das kann auch sein. Egal. Die spawnen allerdings auf jeden Fall rein. Das heißt, die sind noch nicht da. Also wir müssen ihn quasi einschalten, die Cutscene aktivieren und sein Referat abhalten lassen, damit die Gegner überhaupt in die Existenz geworfen werden. Wir können jetzt also nicht hier irgendwie uns easy peasy hinstellen und hier irgendwas mit Rockets eindecken. Das bringt halt nichts. Wir wissen aber, weil wir entsprechende Internetseiten kennen, beziehungsweise es schon mal einmal gespielt haben und dann aufs Maul gefallen sind, bis wo wir gehen können, bevor wir den Kollegen hier hinten aktivieren. Und das ist meines Wissens diese Rampe. Also ich glaube, das hier, da sieht er uns. Hier sieht er uns nicht. Hier bin ich mir nicht sicher. Aber also da sieht er uns mit Sicherheit nicht. Und das heißt, er sieht uns auch hier nicht. Also wo der Cursor jetzt nicht mehr hinkommt, also wo mein Cursor ist, wo nicht der Kasten ist, sondern der Cursor. Hier können wir hin. Ich glaube, wir können auch hier hin, aber da bin ich mich, oder hier, da bin ich mir nicht sicher. Wir wollen möglichst nah ran, damit wir möglichst viele Leute haben, die schießen können. Wir wollen aber nicht so nah ran, als dass wir ihn aktivieren. Vor allem, wir wollen erst ihn dann aktivieren, wenn wir fertig sind. Und das wird jetzt noch eine Weile dauern. Also, wir nehmen jetzt mal Aufstellung. Ja, das geht schon mal damit los. Okay, du kommst nicht mehr besonders weit. Aye, aye, Commander. Okay, fangen wir mal mit den... Also, wir wollen die Rocketeers positionieren. Ich will den Gunner positionieren und die Sniper. Das ist das Wichtigste. Nächste Runde. Ich habe auch noch den Kollegen Isibar geheilt. Diesen einen Hitpoint, der ihm fehlte, den konnten wir jetzt auch noch heilen. So, ich würde sagen, du gehst nach da. Und wir achten auch schön drauf, wo wir lang laufen. Wir nicht, dass hier irgendjemand auf die Idee kommt, irgendwie hier lang zu laufen für irgendeinen Scheiß. So. Dann unser anderer Rocketeer. Wo bist du? Du bist... Nee, du kannst nach... Hier. Einen zweiten Gunner hätte ich dahin gestellt, wenn wir den hätten. Den haben wir aber nicht. Da werden wir jetzt... Mal gucken, wen ich da hinstelle. Wir haben unseren zweiten Rocketeer. Da bist du. Du kommst nach hier. Das reicht sogar. Verstanden. Immer schön an der Wand lang. So. Die Sniper... Am besten hier in die Luft und hier in die Luft, oder? Können wir... Da diese Wand und die Tür unsichtbar ist, weiß ich halt auch nicht, wie genau die... Also ob wir hier... da sind wir näher dran, also das ist nicht so gut. Also hier in die Ecke. Oder alle auf eine Seite. Nein, wir teilen uns auf. Wir machen das symmetrisch. Ich meine, was natürlich nicht geht, weil wir nicht von in jeder Position zwei Leute haben, aber ein bisschen symmetrisch. So, wen wollen wir noch? Du. Wir brauchen noch jemanden, wir brauchen noch Rift, Leute. Wir haben, du könntest, nein, du kannst relativ weit werfen. Wie weit kannst du werfen, theoretisch? Okay, theoretisch. Ja, ich würde sagen, wir packen dich nach da. Yes, sir. So, dann müssen wir unsere... Oder Moment, wenn wir unsere... Moment, wir brauchen unsere Psi-Medics, die müssen... Mal gucken, wie weit die Reichweite von Telekinetic Field ist, ob wir hier oben rauf können mit denen und ob unsere Leute hier unten dann noch geschützt sind. Sieht so aus. Aber sicherheitshalber packen wir dich nach oben und packen einen Medic hier unten hin. Ja, den Combat Medic, das ist gar nicht schlecht. Okay, Planänderung. Okay. No need to ask twice. Heading out. So, das will alles gut vorbereitet sein. Ja. Wir sind nicht hier, liebe Aliens. So. Du. Will do. Okay. Hm, vielleicht existiert er doch. Nee, der steht hier. Okay. Ja. Okay. Du bist da gut. Du Du nicht, du bist doch noch nicht. Wo ist unser... Du? On my way. Jetpack operational. Okay, so, dann wollen wir dich hier... Oh, nee, 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 hier müssen wir vorsichtig sein. Hier sind nämlich die Wege interessant. Wir können... Nicht sicher. Bin mir nicht hundertprozentig sicher mit diesem... Also da, wo du langläufst, ist sowieso schon mal Bullshit. Du musst hier langlaufen. Bei dem Eckpunkt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Moment, wenn wir da stehen, nee, der müsste safe sein. Der müsste safe sein. Okay, dann den Combat Medic wollen wir nach hier packen. Du bleibst da. Unsere Assaults werden sich bewegen müssen, weil die ja kein Squadsight haben und keine Reichweitenverlängerung. Das heißt, die werden... Nee. Lauf hier lang. Ich werde wahrscheinlich eh noch Umpositionierung vornehmen. Also die müssen wir sowieso vornehmen. Allerdings glaube ich, dass ich noch ein paar mehr vornehmen muss, um sicherzustellen, dass wir... Weil wir halbieren unsere Feuerkraft jetzt, wenn wir uns aufteilen. Allerdings ist das Problem, wenn wir uns alle auf eine Seite stellen, begeben sich die Aliens auf die gegenüberliegende Seite und wir erreichen sie nicht. Und so erreichen... Und dann haben wir quasi 0% Feuerkraft. So haben wir zumindest... Ein bisschen. So, du nach da. Nee, du sollst schon hier lang laufen. Okay, du gefällst mir da gut. Ja, und du? Habe ich auch ein bisschen in Reichweite, dass wir mit Rift arbeiten können. Das ist alles egal, das ist alles egal. So. Okay, sicher. No problem. So, du mach nichts. Well done. Du nach da. Du bist da gut. Dich haben wir noch. Und du bist über. Ja, du verstärkst diese Seite. Nein, jetzt hier lang. Okay. So, ich glaube, jetzt stehen wir alle so, wie wir stehen wollen. Also, Steady Weapon. Steady Weapon. Roger that. Scanning. Bin dran. Whatever, ist egal in dem Fall. Okay, na gut, dann... Ich glaube, ich habe jetzt alle richtig hingestellt, ne? Ja. Okay. Behold the greatest failure of the Imperial ones. We who failed to ascend as they thought we would. We who were cast out. So, zum Glück verstehen wir kein Wort dank der lauten Musik. Ja, ja, das ist gutes Design. Okay, so, 1, 2. Okay. 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 Gut. Sind die schon aktiv? Ja. Wir haben 2 Mutant Elites, wir haben 2 Ethereal, wir haben einen Uber-Ethereal, weil die... Ne, das... So. Ja. Okay, ich glaube... Okay, und... Okay. Gut. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen möglichst viel Schaden anrichten an den Kollegen. Oder das ist mein Control, ist scheiße. Und ich meine, die sind auch scheiße. Also hier ist alles scheiße. Wir wollen mal gucken, was so eine Rakete macht. Das wäre zum Beispiel schon mal gut. Das wäre auch gut. Das wäre auch gut. Rockets away. Okay. Ich meine, wenn... Aus irgendeinem Grund kannst du die nicht sehen. Das ist ein bisschen doof. Du kannst den sehen. Okay. %, wer treffen schon ganz gut. Und er trifft natürlich, selbstverständlich. Okay, gut, dann haben wir schon mal einen Heal, würde ich sagen. Ist das noch nah genug dran? Für den Heal? Verstanden, Commander. Nope, ist es nicht. Jetzt, okay, jetzt hast du dich genau dahinter gedrückt, dass wir da nicht rankommen. Ja, fantastisch. Okay, ne, dann mach Rift. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich meine, wir könnten, aber dazu müssen wir in Reichweite und das will ich ehrlich gesagt vermeiden. Gucken, ob wir einen Mind-Control, irgendwie einen Mind-Control kriegen. Nee, dazu müssen wir zu nah ran. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Du machst auf jeden Fall Telekinetic Field, damit wir das hier im Griff behalten. So. Okay, das hat keinen Wert. Warum kannst du die anderen nicht sehen? Okay, ich fürchte, wir müssen zählen, hilft nichts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vorausgesetzt, du kannst an diesem Ding hier vorbeigucken, müsstest du ihn von hier sehen können. On my way. Oh, du warst noch nicht aktiv, liebes Spiel, oder was? Ja, jetzt musst du wieder deine Rede halten. Oh ja, jetzt können wir dich auch sehen, okay. Kriegen wir dich gekillt? 11 Punkte, das ist dicey. Und du machst 12. Okay. Nice! Nice, very nice. Nee, wir brauchen nicht deine Guidance. Wir sind hier, um dich zu killen. Hast du das immer noch nicht geschnallt? Meine Güte. Er ist echt ein bisschen langsam. So, jetzt können wir den wegmachen. Nee, 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 den nicht. Ich meine, wir können dann einen Schuss auf ihn abgeben. Das können wir machen. So, dann müsstest du ja, technisch gesehen, wenn du nach hier läufst, ihn auch sehen können. Ja, der war echt noch nicht aktiv. Okay, gut. Okay. %80. Rift bringt, jetzt haben wir... Ja, der. Nice. Oh, du hast einen Double Tap. Das könnte... Ah, fuck. 2 gefehlt, aber na gut. Hm. Kannst du beide sehen? Das wäre super, Mr. McDaunting. Du kannst den sehen und den. Okay, dann kannst du den killen. Das kostet dich nichts. Das läuft richtig gut bisher. Vorbereitung ist wirklich das halbe Leben. So, du bist jetzt weiterhin in the zone. Das heißt, du kannst jetzt... Jetzt hat der Kollege kein Dings mehr. Du bist auch so ziemlich gut. Ich will lieber gar nicht wissen, was du hier alles hast. Du hast, glaube ich, alles. Ne, so viel hast du gar nicht. Aber du hast das eine ganze Menge. Okay, jetzt nach. Ah ja, immerhin. So, okay, naja. Ich dachte, er kriegt den anderen vielleicht auch. Ich meine, wir können ihn zur Not auch einfach... killen. Hat noch irgendjemand einen Schuss? Du hast nur einen Schuss. Nicht dahin gestellt, wo ich dich hinhaben wollte. Das heißt, das ist Mist. Nur mal für Spaß? Okay, nee. Das würde gehen. Ist auch nicht gut. Ich meine, könnten noch... Ne, kann man nicht. Moment, wer sollte Telekinetic Field machen? Du, ne? Ja. Ich meine, du könntest auch noch einen Rift machen. Moment. Stopp. Wir können sicherstellen, dass wir dich gekillt kriegen. Kommen wir da hin mit Rift? Im Grund nicht, aber wir könnten näher ran, dann würde es vielleicht gehen. Könnten nach hier, dann würdest du Shadow Devicen. Bist du eigentlich Paramedic, by the way? Glaube nicht, ne? Du würdest nach hier kommen. Jetzt dann Dann würdest du den Schuss nehmen, gucken, ob wir treffen. Wenn wir ihn treffen, ist gut. Weißt du was? Gehen wir auf Nummer sicher hier. Ich will, dass der weg ist. Der wäre wahrscheinlich. Ich weiß wieder nicht, ob er Anfang der Runde den Schaden genommen hätte oder ob er noch irgendeinen Scheiß hätte machen können. So, du. Gehst nach hier. Kannst du es dahin werfen? Okay. Nein, nein, du. Kommst nach hier. Du. Kommst nach hier. Nee, no way. Ich meine... mal gucken. Okay, gar nicht, okay. Rift wird auch nicht viel bringen. Wir machen jetzt also Telekinetic Field. Und du benutzt das Shadow Device. Spiel, jetzt keinen Scheiß machen hier mit dem Cursor. Ja, der regeneriert eine ganze Menge Health. Kommst du irgendwo hin, wo du ihn flanken kannst? Nö. Roger that. My way. Ich meine, du bist immun, aber ich weiß nicht... Oh! Bist du nicht mal, okay. Okay. Dann müssten wir dich jetzt noch irgendwie schreddern. Schieße Rakete. Schweres Geschütz bestätigt. Okay, du bist geschreddert. Guck mal, du bist Paramedic, ne? Irgendwer war Paramedic von euch. Ja. Okay, das heißt, du kannst den Kollegen heilen. Wollen wir das? Ja, und danach bewegst du dich weg. Easy now, Soldier. Okay. Okay, wir machen zumindest mehr Schaden, als er heilen kann. Ich weiß nicht, Rift wird bei ihm nicht viel Schaden machen mit seinem vielen Will, den er hat. Wir können jetzt mal unsere Sniper arbeiten lassen. Wow, nice! Huh, das... ging besser, als ich dachte. The ship itself is behaving like a dying star, becoming a black hole. At this distance, the Earth will be consumed. Central, I'm bugging out. The package is not on board. Waited as long as I could, sir. Sir, the alien ship is in motion. What direction? What direction? Up. Okay. Ich muss mich kurz sammeln. Es ist vollbracht. Ich habe nicht nachgeguckt vorher, wie viele Stunden es waren. Es sind 270 Videos. Videos sind zwischen 30 und 1,30 lang. Meistens wahrscheinlich so dreiviertel. Also wir haben, ich sag mal so 200 Stunden sind es bestimmt gewesen. Ich werde... das noch rauskriegen und vielleicht in die Videobeschreibung posten. Meine Güte. Ja, also Second Wave kam, New Custom Game Player Options, Select, bla bla bla. Okay, wir haben Score, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir haben relativ lange gespielt, wir haben relativ viele Battles gewonnen, wir haben Soldiers Lost, das ist eine Lüge. Das, ja, ich meine, stimmt, jetzt sind die sind die beiden Redshirts gewesen, die sie uns aufs Auge gedrückt haben. Wir haben keinen von unseren Soldaten verloren. Also so gesehen, wir haben keine Länder verloren, wir haben das und das. Okay. Psionic Soldier discovered Zero Days. Ich nehme an, das ist wegen der Mod, weil die von Anfang an das können oder so. Ist völlig egal. Battles fought, Battles won. Average Damage per Shot. Ich meine, wir können es ja kurz durchlesen. Searches. Stimmt nicht, lügt doch nicht. 80%, das sind die Schüsse, die ich genommen habe, üblicherweise. Ich meine, ne, ich war nicht der Schnellste. Im Schnitt 16 Runden. One-Shot-Kills, Zero. Das waren einige One-Shot-Kills. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier ist. Scientist 405, 2 Liberties, Technology Science, Average Days for Technology, Evidence Species Captured 9, Engineers, Workshops Build, Items Build, Factory Concerns, Adjacency Bonuses, bla bla bla. Total Credits Earned, Credits Spent, Ilium Recovered, Ilium Used. Allows Used. Nö, wir hatten 1300 am Ende über, wir hatten wir 600 über. Smelt hier auch? Nee. Funding Countries, Funding Received, Grey Market Sales, 13.000, 14.000 fast. Content Bonuses, Satellite Launch, Satellite Destroyed, keiner. Ja, also wir haben die Aliens schon ganz gut im Griff gehabt. Days until Second Satellite. Okay. Ja, das war XCOM Long War. Basierend auf XCOM Enemy Unknown und XCOM Enemy Within. Ich denke, ich werde ein paar Worte in ein Nachwort packen. Ich meine, nach so vielen Stunden und Monaten und Jahren des Spielens ist das vielleicht angemessen. Also der Endkampf, der lief, also zu dem kann ich ja jetzt was sagen, der lief erstaunlich gut. Er war allerdings auch nur halb so schwer, wie ich dachte. Ich weiß nicht, warum ich meine, ich hatte das schon mal. Ich hatte gedacht, dass die bescheidenen Fusion-Cores das doppelte wert sind. Ich hatte gedacht, die verkauft man für 800 und nicht für 400, weil man sie für 400 verkauft und ich immer 2 hatte und deswegen 800, ne, es 800 Credits gebracht hat. Deswegen dachte ich dann irgendwann wahrscheinlich, es war Fusion Core bringt 800 und plötzlich hatte ich dann aus 400 800 gemacht. Ich nehme an, etwas Ähnliches ist bei den Aliens passiert. 4 Ethereals. Es waren 4 Aliens, die reingespawnt sind und unter anderem Ethereals, die Damage Reduction machen und ich habe mir 4 gemerkt und bin dann auf 4 Ethereals gekommen. Ich muss mal checken, das werde ich auch bis zum Nachwort machen. Einfach sicherheitshalber nochmal, oder was heißt sicherheitshalber, einfach nur nochmal, um es zu bestätigen, mal in die Ufopedia gucken, was da steht. Und ansonsten, ja, der Kampf lief erstaunlich gut. Also allerdings halt auch ne, wegen der Vorbereitung. Also wir waren gut ausgestattet, wir hatten unsere besten Soldaten mit ziemlich guten Werten, ziemlich guten Waffen etc. Aber die Aliens haben ja nicht einmal auf uns schießen können. Richtig? Also jetzt im Endkampf. Also ich überlege gerade, was hat der Isir gemacht? Nee, der hat auch nur... Hat sich nur geheilt, ne? Ja, ja, hat er keine Line of Sight, keinen. Ja, also die Vorbereitung im Sinne von Ausrüstung war relevant. Es war relevant und hilfreich, sehr hilfreich, 2... Blaster Launcher zu haben, also alles, was ich am Anfang des Let's Plays über Blaster Launcher gesagt habe, in diesem Spiel ziehe ich damit zurück. Die waren sehr, sehr hilfreich. Und die 2 Sniper, gut, die haben das gemacht, was sie immer machen, ziemlich viel Schaden, aber ich denke, ein zweiter, also auf den SAW Gunner zu verzichten oder auf einen 4. Medic zugunsten eines 2. Rocketeers war, glaube ich, eine gute Idee. Wir haben das Rift, also das 2. Rift hat auch nicht geschadet. Ich meine, ich denke, es wäre auch ohne gegangen. Aber ich meine, wir hatten es dann ja nur. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass wir nur 1 hatten. Aber das hat sich ja als falsch herausgestellt. Wir hatten 2, was also die Sache auch ein bisschen angenehmer gemacht hat. Und der wichtigste Teil der Vorbereitung war tatsächlich das Positionieren, bevor der Kampf beginnt. Wir haben uns ja danach eigentlich nur noch marginal bewegen müssen. Und wenn man das halt nicht weiß, wo man sich noch gerade noch hinstellen kann, also sozusagen aus Versehen den Kampf triggert, und dann nicht weiß, dass man die anderen Ethereals vorher killen muss, dann, ich würde behaupten, das ist ein garantierter Fail, wenn man das blind macht. Und das ist halt nach 200 plus Stunden doch schon ein bisschen heikel. Aber ich meine, das betrifft uns ja alles nicht. Es war ja nicht blind und ne, es hat ja alles funktioniert. Und es hat durch unsere, ich sag mal, sehr ernsthafte Vorbereitung und sehr grundlegende Vorbereitung und sehr tiefgreifende Vorbereitung war der Endkampf ja... Also da war ehrlich gesagt der Kampf gegen die Sektorpods war komplizierter. Es hat so gesehen, der Plan hat funktioniert, sagen wir es so. Und es ist ja, wie wir das wissen, immer gut, wenn ein Plan funktioniert. Und das gibt einem immer ein gutes Gefühl, wenn der Plan funktioniert. Und, ah nee, doch, wir haben Schaden genommen. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Unser LMG-Gunner hat Schaden genommen. Durch den bescheuerten Reaction-Shot da. Der getriggert wurde. Das hat irgendeinen Namen, diese Fähigkeit, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber das war auch das Einzige. Also aktiv haben die Aliens ja nicht auf uns schießen können. Naja, egal. Also alles in allem ein schöner Endkampf. Und jetzt eine ziemlich lange Endsequenz. Also jetzt hier die Credits. Quality Assurance Team. Ja, da muss ich immer drüber schmunzeln. Und, ja, und naja, also das Ende, wir haben epische Musik dabei gehabt, deswegen war auch diese Lächerlichkeit, die das Ende darstellte, oder wenn man es genau betrachtet, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, war das alles ein bisschen albern. Aber die Story hatte ja mit Long War auch nicht mehr so richtig viel zu tun, weil ja auch die eigentlichen Story-Missionen in Long War ja so halb außer Kraft gesetzt wurden. Also können wir das auch einfach wunderbar ignorieren. Wir haben den Oberboss da ja auch aufgrund der lauten Musik größtenteils nicht verstehen können, was ich auch ganz schön fand. Aber er hat ja, ich meine, er hat halt jede seiner untergebenen Rassen gedisst und sich selber, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht mehr. Und hat dann am Ende erwartet, dass wir ihm helfen oder dass wir jetzt irgendwie da die Leitung übernehmen oder irgendwie so. Ich glaube, das war die Idee. Also schweigen wir davon besser. Das Spiel an sich, und weil wir immer noch nicht mit den Credits durch sind, sage ich jetzt doch noch ein paar Sachen, was eigentlich ins Nachwort gehört. Das Spiel, das hatte ich ja ursprünglich schon gesagt, das Originalspiel, das Vanilla Game, war sehr unterdurchschnittlich. Oder unterdurchschnittlich, nicht sehr unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich. Und was die Long War Modmacher tatsächlich geschafft haben, ist, dass da ein sehr gutes Spiel draus geworden ist. Kein sehr, sehr gutes Spiel, kein fantastisches Spiel, aber ein ziemlich gutes Spiel. Es gibt ein paar, oder die Sachen, die im Spiel immer noch stören und nicht funktionieren und nicht stimmen, liegen halt einfach am Basisspiel. Aber eigentlich nahezu alles, was die Modmacher draus gemacht haben oder reingesteckt haben, hat das Spiel verbessert. Jetzt kann man darüber diskutieren, und das werden wir vielleicht im Nachwort auch für eine Minute machen, ob das Ganze nicht ein bisschen zu lang geworden ist und ein bisschen zu umfangreich. Aber ich bin in diesen ganzen hunderten Stunden nie gelangweilt gewesen. Ich bin jetzt heilfroh, dass es vorbei ist. Aber sie haben es wirklich geschafft, dass auch über diesen extrem langen Zeitraum durch den Schwierigkeitsgrad und durch die Kurve, wie der Schwierigkeitsgrad anstieg oder angestiegen ist, haben sie es wirklich geschafft, bei mir die Spannung zu halten und den Spaßfaktor zu halten. Und das ist wirklich über einen so extrem langen Zeitraum wirklich eine Leistung. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und ich meine, wir haben es nicht mal auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt. Na, jetzt kann man sagen, haben die Aliens ja auch ziemlich rumdominiert über weite Teile. Das wäre auf Impossible wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber die Spielmechanik hätte es zugelassen. Ich denke, also ich werde es nicht noch, also ich werde es vielleicht irgendwann mal, aber sicherlich nicht als Let's Play nochmal auf Impossible spielen. Weil also nochmal so viele Jahre, das muss glaube ich nicht sein. Im Nachhinein ist es wieder so, hätte ich mal gleich auf Impossible angefangen, aber andererseits, sie haben selber empfohlen, dass man auf Normal spielt das erste Mal, das habe ich gemacht. Und dass man dann auch tatsächlich im zweiten Versuch dann über Classic sich weiter fortschreitet. Und das war, glaube ich, auch ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der Anfang sonst ein bisschen sehr nervig gewesen wäre. Vielleicht hätten wir es auch nicht geschafft, das ist auch denkbar. Wir haben es also auf Classic gespielt. Es war schwer genug. Und es war vor allem, oder es war, sagen wir es mal so, es war richtig genug schwer. Es hatte, der Schwierigkeitsgrad hatte die richtige, das richtige Maß. Es hätte ein bisschen mehr sein können, ja, ja. Aber es war halt nicht, es war unfair, aber auf eine angenehme Weise unfair, auf eine XCOM-Art unfair. Also es war nicht unfair. Und hat, wie gesagt, die ganze Zeit Spaß gemacht. So, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Kommt mal mit euren Credits hier zu Ende. Sid Meier, der Thin Man persönlich. Ja, also ein schönes Let's Play. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Abonnenten, die ihre Namen zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ja alle lebend rausgekriegt. Ich weiß gar nicht, wie der Kanon ist, was mit dem Volunteer passiert. Ob der, ich meine, das sieht so ziemlich so aus, als würde er sterben, aber er wird ja nicht als tot gezählt am Ende. Wie die Regelung da ist, ob da loremäßig ob es da irgendeine Erklärung gibt, ist mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Aber also danke an die Abonnenten für das zur Verfügung stellen der Namen und fürs dabei sein und dabei bleiben. Und bei allen Zusehern bedanke ich mich ebenfalls und auch bei denen, die vielleicht nicht jedes Video gesehen haben. Könnt ihr mir vorstellen, das ist der eine oder andere. Und noch mehr bedanke ich mich bei den Verrückten, die jedes Video gesehen haben. Ihr seid fast so verrückt wie ich. Ich habe auch jedes Video gesehen, irgendwie gewissermaßen. Das war echt wow. Das war ein verdammt langes Let's Play. Und die Credits sind immer noch nicht zu Ende. Jetzt sind wir aber in China gelandet, wa? Inzwischen, oder? Ich hab aber den Text nicht gelesen. Wer ist denn Blind Squirrel Games? Ich habe keine Ahnung. Okay, egal. Das war ein schönes Let's Play. Das hat Spaß gemacht. Es hat über lange Zeit Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken. Und vielleicht ein bisschen mitzufiebern. Und wir haben ja die Welt gerettet. Hat 2 Jahre gedauert. Knapp. Ne? Ja, nicht ganz. Und war also alles in allem ein schönes Erlebnis. Immer noch nicht vorbei? Okay. Worüber kann ich noch was sagen? Ja, also wir hätten es vielleicht abkürzen können. Also jetzt abgesehen von der Second Wave Option Dynamic War, wo man ja quasi die Geschwindigkeit des Spiels oder des Spielverlaufs erhöhen kann. In der Art, wie wir es gespielt haben, in der quasi Vanilla-Mod-Version, hätte man noch ein bisschen schneller spielen können, wenn wir uns halt auf bestimmte Technologien konzentriert hätten und bestimmte Sachen quasi mit Mut zur Lücke übersprungen hätten. Ansonsten, wenn man wirklich alles gemacht hat, so wie wir es gemacht haben, also die ganze Technologie, was natürlich dann auch immer Ressourcen gekostet hat, die man sich wieder besorgen musste, war eigentlich es viel schneller, denke ich, nicht zu schaffen. Und daher war die Spiellänge also sozusagen angemessen. Kommen die jetzt schon wieder auf? Ist das ein Loop? Weil es schon wieder Quality Assurance. Hm. Mal gucken. Also ich werde das dann jetzt auch aber auch einfach auslaufen lassen. Also falls, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden so sehr interessiert, dass er wirklich jeden Namen da lesen muss. Ich glaube, das ist ein Loop, oder? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich schon vor 10 Minuten aufhören können. Okay, dann höre ich jetzt auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und für euren Langmut bei diesem Let's Play. Und ja, ich denke, wer mag, ich werde noch ein paar Minuten Nachwort dann hinterher schieben beim nächsten Mal als Abschluss dieses super langen Let's Plays. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, in einem anderen Let's Play. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Tschüss.